Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch mal die 5-Schritte-Anleitung mitgeben der Neukundengewinnung, Neukundenakquise im B2B-High-End-Segment, insbesondere für die IT-Branche, sind wir hier drauf auch spezialisiert. Wenn dich dieses Thema schon mal anspricht, dann gib dem Video schon mal einen Daumen hoch, damit auch anderen damit weiterhelfen und einfach auch dieses absolute Top-Expertenwissen hier möglichst durchschnittlich verbreitet. Eher 50.000 also im Jahr. Um diese 5 und wenn wir noch Online-Marketing mit reinnehmen, dann eher bewusst, so Richtung 100.000. Wie diese, wo also so einige von unseren Leuten auch sitzen, das sind sogar diese High-End-Segment funktioniert. Ja. Ja, weil einfach da draußen ein unfassbarer Mainstream, also quasi eine Übermacht an Informationen herumgeistert, die für ganz andere Dinge, ganz andere Zielgruppen, ganz andere Vertriebszyklen, ganz andere Vertriebsprozesse funktionieren, als wie für das B2B-High-End-Segment. Das B2B-High-End-Segment, das ist letztendlich, da haben wir Firmen, nochmal ganz kurz zur Erklärung, die 50, 100 Millionen Euro absolutes Minimum Jahresumsatz machen. Also wir akquirieren hier keine Firmen, die nur 20 Mann groß sind in der Regel, ja, sondern das sind schon immer mehrere hundert Mitarbeiter, meistens mehrere tausend Mitarbeiter, häufig sogar auch 10.000 und mehr. Und da funktioniert es wie folgt. Das erste ist die Recherche. Man darf die Recherche niemals unterschätzen. Warum? Bevor ich überhaupt den ersten Kontakt aufnehme, muss ich mich schon möglichst gut darauf vorbereiten. Zum ersten, wer ist überhaupt der mögliche Entscheider? Was ist es für ein Typ, Mensch? Ja, das kann ich sehr gut machen, indem ich ihn einfach mal google. Ich kann ihn einfach mal auf LinkedIn recherchieren. Was hat er für eine Historie? Was hat er für Interessen? Ja, wo hat er vorher gearbeitet? Hat er vorher vielleicht bei SAP direkt gearbeitet? Hat er vorher bei irgendwelchen Mitbewerbern gearbeitet, die ich vielleicht auch schon kenne, wo ich ungefähr weiß, wie tickt er ungefähr? Was hat er für ein Mindset? Aus welcher Kultur kommt er? Ja, also welcher Nationalität gehört er an? Eine ganze Liste von Dingen in der Recherche. Also wir haben eine Liste, eine Checkliste von, ich glaube, es sind ungefähr die 40 bis 50 Punkte, die wir in der Recherche dort durchgehen. Ja? Also wirklich, wirklich ausführlich. Und das ist natürlich hier, wenn wir ganz neu grüne Wiese, ja, also noch keinen Kontakt haben. Wir haben natürlich in vielen Fällen haben wir schon Kontakte, die wir auch immer wieder sehr gerne für sehr ausgewählte Kunden von uns ansprechen gerne. Also hier quasi Zielgruppenbesitzpartner, Kooperationen uns als Zielgruppenbesitzpartner und Kooperateur anbieten. Aber wenn wir jetzt eine Kampagne haben, wo wir jetzt mal hier sitzen und Telefonakquise machen, vom Beginn an, ja, wo wir jetzt theoretisch noch nichts hätten, ja, das ist mal folgende Ausgangssituation. Und abgesehen davon, egal wie viele Kontakte du schon hast, es kommen ja immer wieder neue Kontakte hinzu. Ja. Aber jetzt mal ganz von vorne. Recherche. Und Recherche kann schon viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich weiß. Es ist bei vielen Telesales-Sendern und so weiter, da ist es halt einfach so, dass die Leute teilweise aus der Recherche nicht mehr rauskommen. Und das hat aber dann andere Gründe. Es ist häufig so, dass es, sagen wir mal, noch ungetestete Telesales oder Telemarketer sind, die einfach keinen Bock auf Telefonieren haben, die Angst vom Telefonieren haben und so weiter und so weiter. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Und die recherchieren die ganze Zeit wie blöd, nur damit sie einfach nicht telefonieren müssen. Ja? Also das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Aber egal, wie gut du bist im Telesales und Telemarketing, wenn du nicht die nötige Recherche machst und einfach nur jemanden anrufst und dich nicht wirklich darauf vorbereitet hast, ist das Gespräch im Grunde schon zum Scheitern verurteilt. Ja? Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, wir sind jetzt hier ganz am Anfang grüne Wiese. Wenn ich natürlich schon eine Historie habe, wenn ich jetzt schon irgendwie einen Kontakt habe oder ich bekomme einen Kontakt vom Kunden oder einem Bestandskunden oder irgendwelche warmen Leads und so weiter, dann ist da schon eine Historie vielleicht dabei. Dann habe ich ja schon eine ganze Menge Informationen. Dann muss ich das eventuell nicht jetzt einfach mich nochmal eine Stunde hinsetzen und recherchieren, bis ich da ein paar Kontakte zusammen recherchiert habe. Das ist auch klar. Ne? Also natürlich mit Maß und Vernunft. Aber wenn ich jetzt ganz am Anfang bin, ist die Recherche unabdingbar. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist der Kontakt. Das heißt, ich muss einfach mal kontaktieren. Der beste Weg des Kontakts, da gibt es in der Regel im B2B-End-Segment drei Möglichkeiten. Über LinkedIn, also ich mache einen Messenger, mache da was. Ja, das verknüpfe ich in der Regel über ein CRM. Das kann on-site sein, in der Cloud, wo auch immer. Über eine E-Mail. Oder übers Telefon. Und das mächtigste Tool da ist natürlich das Telefon. Ja? Also das Telefon ist das mächtigste Tool. Du kannst das wir kombinieren das mit LinkedIn, wir kombinieren das mit E-Mail.
Aber rein nur per E-Mail ist ein bisschen hart, hängt immer vom Einzelfall ab, aber die Kombination macht sozusagen die bestmögliche Performance aus. Dann nach dem Kontakt ist die Vorstellung. Jetzt magst du vielleicht denken, wie sieht es denn aus mit der Bedarfsanalyse? Ja, kommt als vierter Punkt, habe ich mir jetzt mal notiert. Vierter Punkt, man könnte das Ganze auch umdrehen. Natürlich zuerst die Bedarfsanalyse machen und sich dann vorstellen. Das Ganze ist nicht so eindeutig. Man kann jetzt nicht sagen, okay, mach grundsätzlich immer erst die Vorstellung, dann die Bedarfsanalyse oder mach grundsätzlich immer die Bedarfsanalyse und dann die Vorstellung. Warum? Weil es auf den Einzelfall drauf ankommt. Wenn du jetzt hier einen Entscheider hast, der einfach per se mit dir nicht sprechen möchte über seine Wehwehchen, über seine Bedürfnisse, über seine, was er halt letztendlich am Bedarf hat. Und das ist ja häufig so, dass das Bedarf immer geknüpft ist an Schmerzen. Und diese Schmerzen sind häufig Fehler oder Versäumnisse. Ja? Und du sprichst ja mit Entscheidern im B2B High-End-Segment. Du musst nochmal vom Mindset dich reindenken. Das sind Angestellte sehr häufig. Du sprichst ja in der Regel beim B2B High-End-Segment mit Firmen von 50, 100 Millionen und Milliarden aufwärts. Das heißt, es sind nicht die Inhaber, die Inhaber sind häufig sogar bei einer AG oder bei größeren Firmen irgendwelche Shareholder. Das heißt, mit denen sprichst du sowieso nicht. Du sprichst immer mit Angestellten und die haben natürlich super Angst. Ja, in der Regel, insbesondere wenn einfach mal auch so ein bisschen Krisenzeiten sind und so weiter, dass sie einfach Fehler machen. Ne? Also ein Angestellter hat immer viel, viel mehr Angst. Also es ist kein Unternehmer, der sich dessen bewusst ist, dass Fehler zur Weiterentwicklung dazugehören. Ein Angestellter hat immer Angst, Fehler zu machen in der Regel, weil er will seinen Job nicht verlieren, will sein Gesicht nicht verlieren. Das hängt auch von vielen Faktoren ab, von Kulturen und so. Der Asiate will zum Beispiel grundsätzlich nie Fehler irgendwie zugeben. Ja. Das ist auch nochmal ein großes Feld für sich. Aber hier ist es halt so, dass letztendlich das alles zur Bedarfsanalyse entweder unterstützend beiwirkt oder eben nicht so unterstützt, je nachdem, mit wem du eben ganz individuell gerade sprichst. Und da ist es häufig so, dass einfach du ohne die Vorstellung, ja, als dritten Punkt, als dritten Schritt, überhaupt gar nicht in die Bedarfsanalyse, gar keine Chance bekommst. Ja. Bei manchen ist es dann wieder so, wenn du es schaffst, hier sich sozusagen aufgewärmt schon mal mit reinzubegeben, also wir haben da unsere Methoden und Techniken, wo wir letztendlich relativ schnell, relativ zügig innerhalb von Sekunden teilweise oder Minuten, in Kontakt, mit dem wir eigentlich schon seit Jahren nicht mehr gesprochen haben, aber wieder aufzuwärmen und dann eben dazu zu bringen, dass wir die Bedarfsanalyse durchführen können. Das heißt, dass wir über seinen aktuellen Status quo, über seine aktuellen Schmerzpunkte, Projekte etc. pp. Eben spricht. Manchmal ist es aber eben nicht so. Manchmal ist es genau das Gegenteil, dass es sagt, hey, was geht Sie meinen Status quo an? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ja? Wir sind ja hier quasi noch relativ früh im Vertriebswandel, ja, und wir hatten noch nicht wirklich sehr viel Zeit zur Vertrauensbildung. Wir haben ja gerade erst mal den Kontakt recherchiert und einfach mal den zum ersten oder zweiten Mal vielleicht angerufen, vielleicht noch eine E-Mail geschickt oder vielleicht noch auf LinkedIn was geschrieben. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir uns erstmal vorstellen. Das heißt, wir müssen hier erstmal eine Vorstellung machen. Wir müssen schauen, dass die Vorstellung nicht nur 0815 ist, ja, dass die schon irgendwie einen Hook hat, einen Trigger, etwas, wo hängen bleibt beim Prospect, also beim Kontakt, so dass er letztendlich sich dann aufgrund dessen noch im gleichen Gespräch oder im nächsten Gespräch, das du dann vereinbarst, im Zuge des Nurturings, also eine Videoverlage, und dann nochmal mit ihm sprichst. Idealerweise das schon im ersten Gespräch kannst und schaffst und machst, aber nicht immer funktioniert das. Dann musst du halt nochmal ein Gespräch ansteuern und dann in der Hoffnung, dass er sich das angeschaut hat. Ja, es ist halt leider so. Also du kannst nicht jeden zwingen, sofort sich zu öffnen. Es funktioniert halt einfach nicht. Und wenn natürlich dann der Kräuter sozusagen, der Kräutereffekt einsetzt, ne, wo er sagt, hey, Wiedervorlagen sind was für Loser, ne, sozusagen, also immer sofort und dies und das und jenes, das kann natürlich auch sein, dass du eine Vorstellung schickst und die wird nicht angeschaut. Das ist sogar je nachdem öfter mal der Fall, dann hast du aber trotzdem das gemacht, was er sozusagen gemacht hat. Und dann ist er, du hast dir hingesetzt, Mühe gegeben, eine Vorstellung zu schicken. Und jetzt ist er in der Bringschuld, okay? Und dann ist es häufig gar nicht mehr so wichtig, ob und wie lange und wie sehr er sich die Vorstellung angeschaut hat. Also das PDF, was du zum Beispiel verschickst, mit einem Link vielleicht zu verweisen,
verwiesen auf die Webseite, sondern am Ende ist es wichtig, dass du es getan hast, um bei ihm Reziprozität zu erzeugen. Das heißt, du hast was für ihn gemacht und jetzt ist es an ihm, etwas für dich zu tun. Ja? Also letztendlich geht es hier mehr oder weniger um eine psychologische, vertriebspsychologische Komponente, häufig sogar einzig und allein nur darum und gar nicht so sehr darum, was du eigentlich in dieser Präsentation reinschreibst. Manchmal, wenn du, das ist häufig der Fall, wenn du schon ein bisschen weiter bist und eigentlich schon weißt, dass da Bedarf ist oder schon mal auch mit dem drüber gesprochen hast, vielleicht nochmal vor einem Jahr schon und so weiter, oder vielleicht sogar schon sowas wie so ein kleiner Anforderungskatalog vorliegt oder du einfach schon mehr Informationen hast. Und das heißt, der Lead, die Beziehung ist schon ein bisschen aufgewärmt und du bist schon etwas mehr angereichert mit Informationen generell, dann ist es sehr, sehr häufig so, dass er sich die Vorstellung oder was du ihm halt verschickst, doch einigermaßen genau durchliest. Und dann ist es einfach der ganz normale Ding, dass du was verschickst, der schaut sich das an und dann gibt es ein zweites Gespräch, ein drittes und dann per Teams. Da kannst du dich so wie hier im Video eben auch sehen, das ist auch sehr, sehr mächtig, wenn man die gestigen Gesichter und so weiter, sehr, sehr powerful für vertrauensbildende Maßnahmen, ist dann nochmal so mal die absolute, würde man sagen, das Sahnehäubchen der Telefonakquise. Weil ein Telefon, egal wie gut du bist, du hast kein Gesicht. Und das hast du halt dann eben im nächsten Schritt. Und im Zuge dessen ist der fünfte Punkt, ja, wir hatten jetzt halt Recherche, Kontakt, Vorstellung, Bedarfsanalyse. Und der fünfte Punkt ist jetzt halt das Matching. Ja, häufig schon im Zuge dessen finden ja diese Matchings statt. Ich habe dir ja gerade schon gesagt, ja, das ist, er erzählt dir was, du erzählst ihm was. Und dann findet das Matching statt, häufig meistens im ersten Teams-Call und, oder im ersten Video-Call. Und das wäre jetzt dann der sogenannte Setter-Call, könnte man so irgendwie übersetzen, wenn du zum Beispiel aus dieser ganzen Coaching-Szene und so weiter kommst, wo du das ganze Setter-Closer-Prinzip eventuell da vorherrscht. Und dann ist mal so, dass man sagen könnte, okay, wir sind jetzt hier im Pre-Setter-Call, sagen wir es mal so, ne? Und oder Setter Call, eins von beiden. Und dann sind wir in der Phase, in der fünften Phase, in der Phase des Matchings. Und in diesem Matching tastet man, beschnuppert man sich eben, das ist auch ein sogenannter Schnupper-Call, nennen wir das manchmal, ja, intern, ob hier und in welchem Ausmaß hier ein Match ist. Und häufig muss der Match sehr, sehr gut sein, das heißt also, wie, es gibt auch hier ungefähr ein Dutzend Kriterien für das Matching. Also es gibt hier zum Beispiel welcher Text-Stack. Ja, häufig ist es einfach so, dass der Text-Stack schon vorgegeben ist. Das hat wieder unterschiedliche Gründe, da will ich jetzt nicht weiter in dieses Video drauf eingehen. Und es sind zum Beispiel Gründe wie, naja, wir wollen, dass die Technologie, die wir hier einsetzen für dieses Projekt, auch dann von anderen sehr leicht weiterentwickelt werden kann. Ja, also es muss schon mal ein Text-Stack sein, der sehr weit verbreitet ist, wo halt einfach viele Entwickler draußen sind oder viele Leute, die das theoretisch dann auch wieder weiterführen können, wo wir dann vielleicht auch irgendwann mal wieder nicht mehr dich als externen Dienstleister benötigen, sondern einfach intern auch was aufbauen wollen. Und wenn es jetzt irgendwie so Exoten sind vom Framework her oder auch von der Programmiersprache und dergleichen, ist es halt nicht ganz so einfach. Also in der Regel ist es einfach PHP, Java, ja, also die übrigen üblichen Verdächtigen, ja, TypeScript, das ganze Microsoft-Universum und natürlich auch SAP, ganz besonders im deutschsprachigen Raum. Ja, international gibt es dann noch ein paar andere Sachen, die da stärker vertreten sind, aber im deutschsprachigen Raum sind es so diese vier, fünf Stacks und Softwarelösungen, um die es halt häufig geht. Ja, es gibt dann noch ein paar andere, klar. Okay, so das waren diese fünf Punkte. Da waren aber auch jetzt ganz viele wirklich coole Tipps dabei, wie letztendlich der gesamte Prozess aussieht. Und ja, wenn ihr das irgendwie weitergeholfen habt, gebt mir einen Daumen hoch, lasst uns einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Oder wenn du natürlich jetzt halt Bock hättest, dass wir für dich auch ein bisschen dich noch weiter coachen, kannst du zu uns ins Coaching-Programm kommen. Oder dass wir für dich operativ, also eine Kooperation wirklich, dass wir sozusagen auch unsere Kontakte anzapfen für dich und versuchen dir hier kooperativ weiterzuhelfen in der Neukundengewinnung, für was auch immer für eine IT-Lösung oder IT-Produkt du hast, ja, dann buch dir bei uns einfach ein kostenloses Gespräch. Das machen wir 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr. Häufig bin ich das selber auch noch. Und dann schauen wir, ob wir da irgendwie zusammenkommen
Da musst du aber natürlich auch ein bisschen Budget mitbringen, das sage ich da gleich ganz offen und ehrlich. Ja, weil für eine operative Zusammenarbeit fangen wir in der Regel nicht an unter einem Budget von 20.000, 30.000. Also das ist schon das absolute Minimum. Und auch das ist dann eher nur so eine Art Proof of Concept. Ja, also vielleicht ein paar Monate, dass wir zusammenarbeiten können für den Betrag. Ich würde mal sagen, durchschnittlich eher 50.000, 60.000 im Jahr. Und wenn wir nur noch Online-Marketing mit reinnehmen, dann eher so Richtung 100.000. Okay, also so nur zum Beginn, ja, so als zum, damit der Schneeball ins Rollen kommt, ja, die Umsatzwelle. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, ja, finde ich cool. Ich bin jetzt raus. Ja, ganz kurz noch hier, wo also so einige von unseren Leuten auch sitzen, das sind so diese typischen Akquise, so Ecken hier, ja. Und da hinten sitzen schon ein paar Grafikdesigner und so weiter. Also bis dahin, ciao.